Der Startbeleg ist nun gedruckt. Wie weiß man jedoch, dass alles korrekt funktioniert? Dafür gibt es eine einfache Möglichkeit, die sogar ausgeführt werden muss. Also das ist eine Pflicht. Der Startbeleg ist zu prüfen. Und wenn die Prüfung erfolgreich war, dann weiß ich, dass auch meine Kasse richtig funktioniert und darf darauf vertrauen, dass sie der Registerkassensicherheitsverordnung entspricht. Wie geht dieser Prüfvorgang für sich? Man benötigt ein Smartphone dafür oder ein Tablet und muss sich eine App vom Finanzministerium runterladen, die sogenannte BMF-Beleg-Check-App. Sie finden hier den Link dafür. Sie können auch aber im Android Store, im Play Store oder im Apple Store danach suchen. Es kann auch ein fremdes Handy sein, muss nicht ihr eigenes Smartphone sein, die selbst kein Smartphone haben. Es kann von jedem beliebigen Smartphone, von jedem beliebigen Bekannten, den Sie haben, oder auf dem Steuerberater natürlich durchgeführt werden. Nötig ist nur die Zugangsdaten zur Belegcheck-App. Die können Sie selbst generieren im Finanz Online, eine einfache Funktion. Auch dafür gibt es ein Video natürlich. Und der Startbeleg, der abfotografiert werden muss mit dieser App. Einfach die App starten, den QR-Code abscannen und den Zugangscode erfassen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten doch gleich mal mit unserem Video. Wir haben ein Beispielsvideo für Sie für den Startbeleg, wie das Ganze funktioniert. Bitte schön. Sobald Sie einen Authentifizierungscode auf Finanz Online angefordert haben, können Sie Ihren Startbeleg prüfen. Dazu sind folgende Schritte nötig. Installieren Sie sich zuerst die Prüf-App des Finanzministeriums. Zu finden unter der URL www.bmf.gv.at/kampagnen/unsere-apps.html. Diese App ist für Android- und iOS-Smartphones kostenlos verfügbar. Falls Sie kein eigenes Smartphone haben, können Sie natürlich auch ein fremdes verwenden. Als nächstes drucken Sie sich den sogenannten Startbeleg aus Ihrer Registrierkasse aus. Dies ist der erste Beleg mit dem Wert 0, den Sie mit der neuen Version Ihres Registrierkassensystems ausdrucken. Lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Registrierkassensystems nach, wie der Startbeleg ausgedruckt wird. Achten Sie darauf, dass beim Ausdruck dieses Startbeleges die Signaturerstellungseinheit an die Registrierkasse angeschlossen und betriebsbereit ist. Auf Ihrem Startbeleg sehen Sie, so wie es die neue Registrierkassensicherheitsverordnung bestimmt, einen QR-Code. Dieser Code wird nun geprüft. Nehmen Sie dafür nun das Smartphone zur Hand und starten Sie die Belegcheck-App des BMF. Klicken Sie auf den Balken Code scannen. In der App wird nun automatisch die Kamerafunktion Ihres Smartphones aktiviert. Führen Sie den Kameraausschnitt über den QR-Code des Startbeleges. Sie müssen den Code nicht ganz exakt einscannen. Sobald Sie längere Zeit über dem Code stehen, wird er automatisch erkannt. Sie erkennen dies daran, dass die grünen Punkte erscheinen und der Code im Kameraausschnitt stehen bleibt. Sie werden nun aufgefordert, den Authentifizierungscode, den Sie von Finanz Online erhalten haben, in die vier Felder einzugeben. Sie können jeden Code, den Sie für Ihr Unternehmen angefordert haben, hier eingeben. Die Groß- und Kleinschreibung muss nicht beachtet werden. Sobald Sie auf Anmelden geklickt haben, wird der QR-Code Ihres Startbeleges an die Finanzbehörde übermittelt. Dort wird geprüft, ob die von Ihnen bei der Registrierung eingegebenen Daten mit den Daten des Kassensystems übereinstimmen und ob der technische Aufbau Ihres Kassensystems den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. Wenn alles passt, erhalten Sie jetzt ein grünes Häkchen als Ergebnis der Prüfung. Wiederholen Sie diesen Prüfvorgang bitte für jedes Registrierkassensystem Ihres Unternehmens.